Wir haben uns also kurz vor Weihnachten entschieden, uns noch einmal mit Hilfe dieses ungewöhnlichen Mediums mit den Freunden in Verbindung zu setzen und ein paar Themen anzuschlagen vor den heiligen Nächten und vor dem Ende des Jahres, die uns doch in der allgemeinen anthroposophischen Sektion außerordentlich bedeutungsvoll erscheinen. Und so hat ja Klaus-Peter Röhm begonnen mit einem Beitrag über Konzentration und Meditation. Und Constanza Kalix wird in wenigen Tagen dann über die Samenkornmeditation Rudolf Steiners sprechen. Und ich möchte heute Abend ein wenig ein Thema anschlagen, das uns, glaube ich, alle in der letzten Zeit sehr beschäftigt hat, nämlich die Kräfte des Vertrauens und der Hoffnung. Wir sind ja mittlerweile in einer Situation. Viel zu hell. Ich hoffe, dass alle stumm gestellt sind. Ich höre jedenfalls manche Stimmen. Wir sind ja mittlerweile in einer Weltsituation angekommen am Beginn des 21. Jahrhunderts, die doch, sofern man etwas menschheitsgeschichtlich, kulturgeschichtlich blickt, von den größten Problemen der Zivilisation gekennzeichnet ist. Noch nie gab es so eine Differenz zwischen Arm und Reich. Noch nie war die Weltordnung in Händen so weniger Menschen, ungeheuer reichen Menschen, Konzernen. Noch nie war die Naturzerstörung so weit fortgeschritten, noch nie die Biosphäre so gefährdet. Noch nie sind so viele Arten von Lebewesen jeden Tag unwiderruflich verschwunden auf Erden. Man schätzt ja bis zu 200 Arten täglich. Noch nie gab es so viele psychisch kranke Menschen und so weiter und so fort. Rudolf Steiner sagte 1924, am Ende des 20. Jahrhunderts werde die Menschheit am Grabe aller Zivilisation stehen oder am Anbeginn eines neuen michaelischen Zeitalters. Und ein Jahr wie das jetzt schon fast hinter uns liegende hat ja viele Menschen in dieser Frage noch einmal sehr intensiv fragen lassen, welche dieser beiden Möglichkeiten ist eigentlich eingetreten? Aus der Sicht Rudolf Steiners ist möglicherweise immer noch sehr vieles offen von dieser entscheidenden Frage. Aber es gibt ja angesichts der Übermacht der globalen Probleme immer wieder die Tendenz zu verzagen. Und auch im anthroposophischen Sinne, wenn man an die großen Hoffnungen denkt, die Rudolf Steiner auf das Goetheanum gesetzt hat, auf die anthroposophische Gesellschaft, auf die Möglichkeit, dass Millionen von Menschen in kurzer Zeit Träger eines neuen geistigen Wissens sein werden und sich daran machen, alle Lebensfelder der Erde umzuwandeln in dieser schwierigen Auseinandersetzung zwischen den Kräften Michaels und Ahrimans, wie er sie nannte, dann kann man natürlich 100 Jahre, fast schon 100 Jahre nach der Weihnachtstagung die Frage stellen, wie viel ist uns gelungen? Vielleicht ist die Samenkornmeditation dann etwas sehr Heilsames in nächster Zeit. Samenkornmeditation kenne ich nicht. Denn da geht es ja um die Frage, wie aus dem Kleinen eigentlich doch die werdende Welt entsteht. Jedenfalls habe ich mich entschieden, das Thema Hoffnung heute Abend anzuschlagen vor Ihnen. Gutes Thema, yes. Rudolf Steiner hat ja zu seinem Geburtstag vor 100 Jahren, er ist 60 Jahre alt geworden, am 27. Februar. So, jetzt fehlt die. Lautsprecher ein bisschen mal hier anklicken. Nein, ich will ja nicht sehr adel, ich will ja den hier. Ja. Wäre ich sehr dankbar, denn sonst höre ich Sie und vielleicht. Was ist denn wieder Norbert? Keine Ahnung. Wäre ich sehr froh. Ja, also Rudolf Steiner hat zu seinem Geburtstag vor 100 Jahren am 27. Februar 1921 ein Buch geschenkt bekommen, das eine gewisse erste Bilanz seiner Lebensarbeit versuchte, von Friedrich Rittelmeier herausgegeben. Sein Werk, soweit es bis dahin vorlag,
und der Untertitel Eine Hoffnung neuer Kultur. Da taucht das Wort der Hoffnung im Hinblick auf die Anthroposophie sehr stark auf. Und als Rudolf Steiner den ersten Leitartikel für die neue Wochenschrift Das Götteranum schrieb, es war Ende August 1921, schrieb er über die Weltlage der Gegenwart und die Gestaltung neuer Hoffnungen. Zwischen diesem Geburtstag und dieser ersten Ausgabe dieser Wochenschrift ist der Bogen ausgespannt des ersten halben Jahres, aber das ging so weiter bis ans Ende des Jahres 1921. Die Frage der Gestaltung neuer Hoffnungen. Eine wie immer noch hochaktuelle Frage, nicht nur die Hoffnung überhaupt, sondern die neuen Hoffnungen und wie sie zu gestalten sind. In der Gegenwart leiden wir ja in Deutschland, in der Schweiz, auch in Frankreich, ich weiß nicht genau, wie es in den umliegenden europäischen Ländern ist, unter furchtbaren Zeitungsberichten immer wieder über die Anthroposophie, über diese abgründige, mystische, hochproblematische Gesellschaft und Bewegung. Rudolf Steiner war umgekehrt der Auffassung, dass die Anthroposophie eigentlich die Aufgabe habe, so etwas wie Auferstehungskräfte in die Zivilisation zu bringen und eigentlich eine Hoffnungsströmung sein sollte für die Menschheit. Er sagte einmal, es gehöre zur Aufgabe der Anthroposophie und der anthroposophischen Gesellschaft, so etwas wie eine österliche Stimmung in die Menschheit zu bringen, in die Weltanschauung der Menschen, in die Selbst- und Weltanschauung der Menschen, eine österliche Stimmung. Es ist uns vielleicht eingängig und dennoch ist es gar nicht leicht zu sagen, was eine österliche Stimmung ist, aber mit Sicherheit eine Stimmung, die den Todesprozess überwunden hat, wo eigentlich das Menschenbild, das Bild des Menschen und der Welt durch eine Art von Niedergang zu einer Auferstehung gefunden hat. Eine österliche Stimmung in die Weltanschauung der Menschen zu bringen. Und einmal sagte er ja auch, das früher verborgene Christusbewusstsein sei nun ab dem 20. Jahrhundert in einem Wiederaufleben. Das Christusbewusstsein. Die Menschen können einen Zugang finden zu diesem Christusbewusstsein als einem Auferstehungsbewusstsein. Sergei Prokofjew hat darüber in seinen letzten Werken noch sehr Wesentliches niedergeschrieben, auch im Hinblick auf die 19 Stunden der ersten Klasse. In welcher Tiefe man auch immer das mit der österlichen Weltanschauung für sich selber versucht zu fassen, Rudolf Steiner war der Auffassung, die Anthroposophie ermögliche dem Menschen eine ganz neue Beziehung zum Leben zu finden. Und er wollte, dass von uns etwas ausstrahlt und ausströmt, was wirklich Kräfte der Hoffnung sind. Und zwar auf eine Zukunft, die noch gar nicht da ist. Das ist ja gar nicht leicht, vor allem wenn die Angst die Menschen beschleicht und sie die Zukunft dunkel sehen und im Grunde die Zukunft fürchten als etwas, was das liebgewordene Vergangene, uns gewohnt gewordene, ihnen nimmt. Und auch mit dem Einbruch dieser Corona-Pandemie ist ja sehr vieles vordergründig zu Ende gegangen, jener Welt, die wir gekannt haben, dieser mobilen, leicht zugänglichen, vertrauensvollen Welt. Und viele Menschen haben ja den Eindruck, es wird sowieso alles schlechter. Es wird weniger. Es wird etwas genommen und nichts Neues kommt. Aber das noch nicht, was ja noch nicht da ist, kann ja noch nicht gefasst werden. Es gehört ja zum Geheimnis der Zukunft, dass es eben nicht die Vergangenheit ist. Und die Frage ist ja im Hinblick auf die Hoffnung, gelingt es uns in gewisser Weise, dieses noch nicht, das immer etwas Ungewisses ist, auch zu bejahen, Zukunft überhaupt zuzulassen und ihr zu gewähren, anders zu sein als die Vergangenheit. Rudolf Steiner hat oft darüber gesprochen, dass was uns daran hindert, eigentlich eine solche Zukunftszuversicht zu entfalten, das sei eine gewisse Zaghaftigkeit
der Seele, eine gewisse spirituelle Zaghaftigkeit. Einmal sagt er auch eine unbewusste spirituelle Feigheit. Die Menschen sind durch den Materialismus des 19. Jahrhunderts angegriffen worden in ihrem Selbstverständnis, in ihrem Verhältnis zum eigenen Denken, Fühlen und Wollen. In uns alle, die wir im 20. Jahrhundert geboren wurden, ist etwas anwesend in den Seelenkräften, was diese Seelenkräfte bedroht oder zumindest schwächt. Wir wissen, dass wir alle zwar nicht als Zweifler zur Erde kamen, aber das Zweifeln gelernt haben. Und im Bereich des Fühlens die Distanz und die Antipathie sehr stark eingezogen sind. Und da, wo eigentlich die Willens- und Mutkräfte uns nach vorne entwickeln sollten, ist eine außerordentliche Furchtsamkeit veranlagt worden. Im Grunde sind die Seelenkräfte Denken, Fühlen und Wollen selber im 19. Jahrhundert durch den Materialismus nicht nur tingiert werden, sondern haben in einer gewissen Weise sich ihrer fast schon kosmischen Kräfte entfremdet. Es gehört sicher zur Anthroposophie, ganz im zentralen Kern ihres Seins, die menschlichen Seelenkräfte wieder aufzurichten. Und das beginnt ja sehr früh im Kindesalter, dass wir im Grunde eine Erziehung versuchen zu praktizieren, wo der Mensch eben nicht von den Kräften der Skepsis, des Zweifels, der Antipathie und der Furchtsamkeit bestimmt wird. Und man kann ja tatsächlich der Auffassung sein, die Philosophie der Freiheit, die Rudolf Steiner 1893-94 publizierte, ist doch ein zentrales Schulungsbuch, um als Mensch im 20., 21. Jahrhundert und in den kommenden Zeiten bestehen zu können. Ein außerordentlich ermutigendes Buch. Michael Bauer, der ja am 29. Oktober seinen 150. Geburtstag hatte, nannte die Anthroposophie Rudolf Steiners einmal eine einzigartige Anstrengung zur Ermutigung des Menschen. Und man kann den Eindruck haben, die Ermutigung des Menschen als ein großes Lebensmotiv Rudolf Steiners begann schriftstellerisch gesehen mit diesem Buch, das ja wie kein anderes im Grunde lehrt, wie kein anderes von Rudolf Steiner zuvor, dass der Mensch ein Wesen ist, das den Situationen des Lebens, in die dieser Mensch gestellt ist, gerecht werden kann. Ein Wesen ist, das eine situative Wahrheitserkenntnis vollziehen kann, im Hinblick auf das, was von ihm, von dem Menschen gefordert wird. Dass er ein Wesen ist, das auf Situationen antworten kann, auch auf Covid. Dass wir in Situationen hineingestellt werden, mit denen wir umzugehen haben, mit denen wir aber auch umgehen können, lernen können. Der Mensch kann seiner Verantwortung gerecht werden. Er kann eine Intuition von dem fassen, was er zu tun hat. Er, nicht alle Welt, aber er selber. Und er kann dieses intuitiv Gewisse seinen Handlungen zugrunde legen. Es ist oft viel Fantasie notwendig, um tätig werden zu können in diesen schwierigen Situationen. Aber, und ich glaube, das ist Ihnen allen bestens vertraut, die Philosophie der Freiheit ist eben tatsächlich ein Schulungsbuch. Und dann folgten weitere für diese Befähigung des Menschen. Natürlich keine Erhöhung des Menschen im Sinne einer Verklärung des Menschen. Der michaelische Weg ist ja auch immer ein Weg in die Seelentiefen, ein Weg, ein Versuch, die eigenen Seelentiefen zu durchlichten, sodass man nicht spontan seinen Einfällen folgt oder seinen Antrieben, die ja vielleicht nicht unbedingt intuitive Gewissheiten sind, sondern spontane Regsamkeiten. Es gehört einiges dazu, diesen michaelischen Weg tatsächlich zu begehen und dann in der Lage zu sein, so schildert Rudolf Steiner, ein wirklich freier Mensch zu werden. Man kann das Bedrohungspotenzial der Gegenwart zwanglos buchstabieren und vieles ins Felde führen. Aber mit Sicherheit sind auch Menschen im 20. Jahrhundert ganz neu aufgetreten. Und ich meine jetzt nicht nur hervorragende Prominente, sondern viele junge Menschen, auch in der Gegenwart, junge Menschen auf allen Kontinenten, die etwas ganz Neues mitgebracht haben.
in diese Erdenwelt. Rudolf Steiner beschrieb dieses Neue in den Leitsätzen als das Phänomen, dass immer mehr Menschen das Sonnenhafte ihrer Seele eigentlich zu ihrem Leitstern machen werden. Das Sonnenhafte im Innern leuchten lassen, nicht mehr von außen durch Autoritäten, Staaten oder andere Formen von Führerschaften verführt werden, sondern tatsächlich das eigene Wesen als sonnengeführt erkennen lernen. Und da ist ja Erstaunliches geschehen im 20. Jahrhundert. Wir haben ein totalitäres 20. Jahrhundert hinter uns und sind in durchaus autoritären Zeiten des 21. Jahrhunderts gelandet. Aber dennoch gilt, dass dieser belebte, durchseelte Gedankenweg, den Rudolf Steiner in den Leitsätzen beschrieb, schon für sehr viele Menschen ein Stern geworden ist, mitunter ohne das Buch zu kennen. Ein zentrales Organ dafür ist das Herz, über das Rudolf Steiner so oft sprach und das ja in der Weihnachtszeit vielleicht noch einmal eine besondere Vertiefung erfahren kann. Wenn man einmal im Seelenkalender verfolgt, Karl König hat das in einer sehr schönen Studie einmal getan, wie das Herzmotiv in den Wochensprüchen des Seelenkalenders auftaucht, hat man den Eindruck, es ist auch eine Zeit, die das Herz bereiten kann und das Herz sich dem Licht bereiten kann, dieses michaelische Zentralorgan. Vom Herzen soll es ja in den Willen gehen. An der Durchgeistigung des Willens hängt ja eigentlich fast alles ab. Dass wir dann in der Lage sind, mit Liebe zu handeln, mit der Liebe zur Handlung zu leben. Sei ein Mensch mit Initiative, so heißt es in den Karma-Vorträgen. Es sei in das Schicksal jedes Anthroposophen geschrieben und damit zugleich ein Helfer des Michael zu werden, der ja nicht selber handeln kann als Zeitgeist, sondern Menschen braucht, die in der Lage sind, große Ziele in ihr Inneres aufzunehmen, Höhenziele der Seele. Das Jahr 2021 war und ist eines, wo es um die Höhenziele der Seele mitunter bedenklich bestellt war. Wir alle waren, und Sie alle wohl auch, oft beschäftigt, das Leben überhaupt aufrechtzuerhalten. Und in anderen Kontinenten als den europäischen waren die Mühen oft noch viel größer. Die Menschen sind sehr beschäftigt und auch sehr müde, oft allein schon unter schwierigen Bedingungen hindurchzukommen. Und wie ist es dann mit den Höhenzielen der Seele, den Liebesworten des Kosmos, des Weltenwillens, wie man die in den eigenen Willen aufnimmt? Sie kennen die Strophe, mit der die letzte Ansprache Rudolf Steiners endete, die Michael-Imagination. Viele Menschen haben sich dieses Jahr wieder damit beschäftigt, wie das gelingen kann, das Liebewort des Weltenwillens in das eigene Sein aufzunehmen. Gerade dann, wenn uns die Entfaltung so äußerlich erschwert erscheint. Auch da sind ja die kommenden Wochen von großer Bedeutung. Sergej Prokofjew und andere haben ja eindrücklich darüber geschrieben, was die 12 heiligen Nächte ermöglichen, im Hinblick auch auf, ich möchte sagen, das Liebewort, das Kosmische vernehmen zu lernen. Es ist ja eine ganz besondere Zeit, wo doch eine große Öffnung zum Kosmischen erfolgen kann. Ist das Herz ein Organ, das hören kann in dieser Zeit, auf das dann Neuanfänge möglich werden, dass es ein neues Jahr wird? Chronologisch gesehen, kalendarisch gesehen, wird es das ja auf jeden Fall werden, ab dem 1. Januar. Aber jedes Jahr ist ja die Frage, ob wir zu Neuanfängen bereit sind, ob es uns gelingt, wahrzumachen, eine Art von Initiative. Sei ein Mensch mit Initiative. Im Grunde, ja, man könnte sagen, sei ein Mensch, denn das ist ja, dieses Anfängliche ist dem Menschen ja eingeschrieben, seit seiner Geburt. Ist eigentlich immer und überall möglich. Die heiligen Nächte, auf die wir dann zugehen, das Weihnachtsfest, Herzens,
aber auch in diesem Sinne kosmische Wochen, Tage, wo etwas möglich sein kann. Natürlich nichts Großes, aber dass neue Keime entstehen in uns allen. Der Wille ist ja etwas sehr Keimhaftes. Werke können wir nicht tun, so heißt es im Kultus der Menschenweihehandlung, zumindest nicht vor Christus. Keine Werke, aber Anfänge leisten. Der Wille erreicht auf der Erde nicht sein volles Werk. Er bleibt eigentlich immer bis zur Stunde des Todes ein Beginnender. Im Willen lebt dieses Anfängliche, diese Potenz des Werdens, diese werdende Welt, ein Lebensquell, ein Zukunftsquell. Aber da ist eben die Zukunft, sagt Rudolf Steiner, wenn wir uns fragen, wo ist denn Hoffnung? Und das aus dem Nervensinnesystem heraus, vorstellungsbezogen, durch das Verfolgen der Zeitungsnachrichten oder anderer Überblicke, versuchen herauszufinden, dann enden wir ja oft in der Hoffnungslosigkeit. Denn das Nervensinnesystem spiegelt die gewordene Welt wider. Es ist Vorstellung, mitunter auch anthroposophische Vorstellung. Wir haben auch anthroposophische Vorstellungen. Im Grunde ist das immer etwas Gespiegeltes. Man kann auch die Gesamtausgabe spiegeln, gewissermaßen. Dann hat man anthroposophische Vorstellungen, aber das ist nicht unbedingt die werdende Welt. In der allgemeinen Menschenkunde beginnt ja Rudolf Steiner im Grunde seinen Lehrerunterricht so, dass er eigentlich das weniger Reale des Vorstellungslebens beschreibt und das Überreale des Willenslebens und dazwischen das Herz oder das rhythmische System. Also wo ist eigentlich Zukunft? Und insofern Hoffnung, sie ist ganz stark im Willensleben und nur sehr wenig im Vorstellungsleben. Weswegen Menschen, die im Vorstellungsleben zu Hause sind, alle zu einer gewissen Depressivität neigen. Im Willensleben kann man sich überschätzen, man kann euphorisch sein, man kann verliebt sein in die Zukunft, kann taumeln, aber es ist immer eben diese Kraft eigentlich da, die innere Kraft der Seele. Als ich diese Biografie Rudolf Steiners schrieb, die manche von Ihnen gelesen haben, habe ich mich dann oft gefragt, was ist eigentlich das Eindrücklichste an diesem ganzen Leben? Natürlich sind es die geistigen Einsichten. Aber menschlich gesehen hat mich erstens beeindruckt der Mut Rudolf Steiners, mit dem er immer in die Zukunft ging. Ein ungeheurer Zukunftsmut. Michael Bauer sagte, eine einzigartige Anstrengung zur Ermutigung des Menschen sei die Anthroposophie, aber einer ging eben voraus, seit diesem Bahnhof, in dem er geboren wurde, in Kraljewitz, in diesen ganz einfachen Umständen. Dieses Voranschreiten Rudolf Steiners, dieses unermüdliche Weiter, hat mich beeindruckt. Und diesen Mut, diese unkonventionellen Wege zu gehen. Wir sind daran gewohnt, als Freunde der Anthroposophie kennen wir ungefähr die Lebensepochen Rudolf Steiners. Aber das Ungewöhnliche daran, schon als junger Mensch, diese erkenntniswissenschaftlichen Bemühungen, die ersten Schriften, das Ungewöhnliche von Wahrheit und Wissenschaft als Dissertation, aber schon des Buches Grundlinien einer Erkenntnistheorie der goethischen Weltanschauung, das Ungewöhnliche, Herausfordernde seiner Philosophie der Freiheit, aber auch seiner gesamten Goethe-Forschung, wie er in Weimar einem Editionsplan sein eigenes Prinzip entgegenstellt und eine Ausnahmegenehmigung für die von ihm herausgegebenen Bände durchkämpft, denn er möchte sie anders aufbauen, als die bisherige Edition aufgebaut war. Es ist immer außerordentlich mutig und originell, wie Rudolf Steiner nicht nur gegen den Strom, sondern gegen viele Ströme schwamm. Und auch später in Berlin. Es war außerordentlich mutig, sich mit dieser theosophischen Gesellschaft einzulassen und alle Freunde zu verlieren. So frontal gewissermaßen in das geistige Leben dieser theosophischen Gesellschaft, die als Sekte galt, einzutauchen. Es war außerordentlich mutig, dann herauszugehen und die anthroposophische Gesellschaft zu begründen.
in der Schweiz einen Götter-Ahnung-Bau aufzuführen, an den wir uns längst gewohnt haben. Was für ein ungewöhnliches Gebäude an einem Ort, der auf alles gewartet hat, aber nicht auf ein Götter-Ahnung. In zwei kleinen Dörfern, Dornach-Arlesheim, angesiedelt, in der völligen Fremde, in der Rudolf Steiner ja schon sein Leben begonnen hat. Er war ja ein Fremder per se. In Kraljewitz hatte die Familie nichts verloren gehabt und sie sind immer Fremde geblieben. In gewisser Weise blieb Rudolf Steiner, Christian Morgenstern sagte, ein Gast seiner Zeit. Er war nie ganz beheimatet und er hat die Heimat in gewisser Weise auch nicht mehr gesehen. Schon heimatliche Landschaften, aber dass Menschen sich einfach einwohnen können in ihre sogenannte Heimat. Diese Zeit hat er doch weithin als zu Ende gehend beschrieben. Man kann schon Heimat finden, aber das ist nicht mehr national. Das geht, geht um Weltbürgertum, um Unterwegssein, im Grunde auch um Gastsein. Andere Gäste aufnehmen und selber zu wissen, man ist eigentlich auch Gast. Und so ging er immer weiter. Er war Gast in der Schweiz. Er hat in die Wirren der Revolution diese soziale Dreigliederung hineingestellt, ein völlig neues Konzept einer Gesellschaft formuliert. Was für eine Idee, die Ökonomie und das Rechtsleben und das Bildungsleben zu verändern in einem Griff. Eine freie Waldorfschule unter großen Krisen eigentlich zu begründen, gegen starken Widerstand. Schon damals schrieben, als die Schule begründet wurde, rechtsradikale, völkische, antisemitische Kreise gegen diese Idee, dieses Judensteiner, wie sie ihn nannten, sich vom Staat loszulösen in der Bildungsfrage. Er war nicht der Allereinzigste, aber und dann ging es eigentlich immer weiter, nachdem ihm der erste Bau genommen wurde, der zweite Bau geplant. Es war eigentlich immer gegen die Zeitverhältnisse. Und wenn man sich fragen kann, welche Aussicht bestand eigentlich, dass so etwas wie die soziale Dreigliederung hätte zum Erfolg kommen können, würde man retrospektiv sagen, die Chancen waren nie groß. Er aber sagte auf eine entsprechende Frage hin, man muss den Mut haben, wirklich daran zu denken, dass man auch imstande sei, das zu verwirklichen, was man für das Richtige hält. Ich halte es für Selbstvernichtung, wenn jemand sagt, wir haben Ideen, die sich verwirklichen lassen, aber ich glaube nicht daran. Die Dissoziation des eigenen Wesenskerns von den eigenen Ideen auf der Ebene des Glaubens, also das Vermöglichhaltens, dass es wirklich gelingt, hielt Rudolf Steiner für Selbstvernichtung. Sein großes Wort, Selbstvernichtung, mit das schrecklichste Wort, was man sich vorstellen könnte. Er hätte auch Selbstmord oder Suizid sagen können, vielleicht ist es noch viel schlimmer, Selbstvernichtung. Der Zweifel, ob die Ideen, die wir für richtig halten und damit ja auch für verwirklichbar halten, weil sie zur Wirklichkeit gehören, der Zweifel, ob es so kommen könnte, dass sie umsetzbar sind, hat Rudolf Steiner als Selbstvernichtung definiert. Das Selbst hebt sich gewissermaßen auf, wenn es die eigenen Ideen als reine Denkideen ohne Verwirklichungswahrscheinlichkeit oder Möglichkeit definiert. Also als vielleicht hypothetische Ideen, die im Prinzip richtig wären, aber doch nicht zum Ziele kommen werden. Dieses von vornherein postuliert, hat er als Selbstvernichtung erklärt. Und das ist interessant, dass er Rudolf Steiner am 20. September 1919, also an jenem 20. September, den er jedes Jahr begann, in kleinen Beiträgen, Vorträgen, nämlich den Grundsteinlegungstag des Götter-Ahnung, eine dramatische Grundsteinlegung 1913, dass er am 20. September 1919, also 6 Jahre nach der Grundsteinlegung, diesen Spruch niederschrieb, den, glaube ich, viele von Ihnen nicht nur kennen, sondern auswendig kennen, sieghafter Geist, wo es also um das Durchflammen der Ohnmacht geht, nämlich zaghafter Seelen.
die Überwindung dieser Selbstbezogenheit, der Egoität und die Entzündung des Mitleids. Und dass dann ein neuer Strom eigentlich erst kommen kann. Denn diese Zaghaftigkeit, auch im Hinblick auf das Vertrauen darauf, dass die Ideen, die man für wahr erkannt hat, umsetzbar sind und dass diese Zeit kommen kann und wir daran arbeiten, dass sie kommt, das Misstrauen ist sehr, sehr gefährlich. Es ist nicht nur eine zurückhaltende Skepsis, sondern das ist eigentlich ein erheblicher Selbst- und Weltzweifel, der die Tendenz hat, zur Selbstvernichtung zu werden. Es ist eben aber mit der Frage der Egoität stark verbunden. Er lehrt in diesem Spruch eigentlich, diese Zaghaftigkeit kann überwunden werden, im Grunde durch einen Feuerprozess. Es ist ja ein Feuerspruch. Durch Flamme die Ohnmacht, zaghafter Seelen, entzünde das Mitleid. Also das sind Feuerprozesse, um die es eigentlich geht. Und dann am Ende kommt der Lebensstrom der Menschheit auf, die Selbstlosigkeit. Also die Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts sind im Kern angegriffen, so schildert Rudolf Steiner immer wieder, von diesem Selbstzweifeln, Weltzweifel und Zukunftszweifel. Hoffnungslosigkeit ist ihnen gewissermaßen eingeschrieben, also im Sinne eines Verlustes der Beziehung zu dem, was im eigenen Willensleben eigentlich schon die Morgenröte der Zukunft ist. In einer esoterischen Stunde sagte Rudolf Steiner einmal, in uns ist die Zukunft schon da als Morgenröte. Die ist ja eigentlich schon da. Nicht im Sinne von, ich bin die Zukunft, aber als Menschen tragen wir insbesondere in unserer Willensorganisation eigentlich eine aurisch-aurora-Qualität. In uns ist die Zukunft schon da als Morgenröte. Und den Menschen davon abzutrennen, ist etwas Fatales. Also der Mensch ist per se Hoffnungsträger, er lebt gewissermaßen Hoffnung. Die Hoffnung ist in seinem physischen Leib geradezu eingeschrieben, aber er kann sich davon trennen. Er kann davon abgetrennt werden. Das ist meines Wissens im Leben Rudolf Steiner nie passiert. Es gibt eine Schilderung von Ehrenfried Pfeiffer, der ich aber nicht ganz traue im Hinblick auf eine solche Situation in der Brandnacht Rudolf Steiners. Ich traue ihr aus verschiedenen Gründen nicht, aber das tut hier nichts zur Sache. Ansonsten mit dem Gesamtblick auf diese Vita Rudolf Steiners würde ich sagen, es gehört zum Erstaunlichsten dieses Lebens, wie viele Rückschläge dieser Mensch verkraftet hat. Denn man kann einerseits eine Erfolgsgeschichte der Anthroposophie schreiben und beschreiben, was alles gelungen ist, aber man könnte auch die Geschichte des Scheiterns schreiben und sie wäre in gewisser Weise viel überzeugender. Denn wenn man das genauer ansieht, ist Rudolf Steiner mit seinen erkenntniswissenschaftlichen Schriften nicht durchgekommen. Von der Philosophie der Freiheit wurden 400 Exemplare verkauft. Das ist nicht gerade viel in einigen Jahren. Seine Dissertation wurde angenommen, mittelmäßig bewertet, aber ist alles andere als ein wichtiges Buch der Erkenntniswissenschaft geworden. Seine goetheanistischen Arbeiten in Weimar wollte man später vernichten, einstampfen, durch bessere ersetzen. Sein Setzen auf einen Kulturaufbruch in Berlin um 1900, auch im Kreis der Literaten und Philosophen, erfüllte sich in keiner Weise. Das Gleiche geschah ihm mit der Theosophischen Gesellschaft. Sie blieb trotz Rudolf Steiner eine Sekte. Und das, was er hoffte, nämlich, dass es eine abendländisch-philosophisch-geisteswissenschaftliche Bewegung werden könnte, hier in Europa und von dort auch weiterziehend, das ist nie im großen Stil gelungen. Und am Ende wurde er von dieser Theosophischen Gesellschaft mehr oder weniger entlassen. Er setzte dann sehr viel auf die Anthroposophische Gesellschaft, wie wir alle wissen. Aber das kann schon eine harte Selbstprüfung werden, wenn man sich fragt, was ist denn von dem eingetreten, was Rudolf Steiner von dieser Anthroposophischen Gesellschaft erwartete. Das Gleiche gilt für die Dreigliederungsbewegung. Am Ende musste sie abgebrochen werden. Und so ging es eigentlich weiter. Ja, sagte Rudolf Steiner, wir sehen so manche Hoffnung, so manche Erwartung hinsterben.
Nun könnte man vielleicht sagen, warum macht man sich, wenn man etwas klarer in den Gang der Menschheitsentwicklung hineinblickt, unberechtigte Hoffnungen, unberechtigte Erwartungen? Aber Hoffnungen und Erwartungen sind eben Kräfte, wirksame Kräfte. Wir müssen sie uns machen. Nicht deshalb, weil wir etwa fürchten, sie könnten sich nicht erfüllen, dürfen wir sie unterlassen, sondern wir müssen sie uns machen, weil sie, wenn wir sie hegen, ob sie sich nun erfüllen oder nicht, als Kräfte wirken, weil etwas aus ihnen wird. Aber wir müssen uns auch zurechtfinden, wenn zuweilen nichts aus ihnen wird. Diesen Gedanken haben wir sicher alle schon einmal gedacht und bei Rudolf Steiner sowieso gelesen, dass Erwartung und Hoffnung reale Kräfte sind. Aber bis zu Ende gedacht oder meditiert ist das etwas Ungeheures, dass die Hoffnung und die Erwartungskraft eine wirksame Kraft ist. Und selbst wenn das, worauf sie sich richtet, so nicht eintritt, ist doch die Kraft nicht umsonst gewesen. Vielleicht wird sie ganz woanders tätig und sinnvoll. Rudolf Steiner hat sich ja in seinem ganzen Leben entschieden, sich voll einzusetzen. Viele von Ihnen kennen vielleicht die Frage Friedrich Riddelmeiers im Ersten Weltkrieg an Rudolf Steiner, ob er nicht sagen könne, wie der Krieg ausgehe. Also prophezeien, wie es ausgeht. Und Rudolf Steiner sagte, das könne man schon. Aber dann müsse man sich jeder Mitwirkung am Geschehen enthalten. In dieser persönlichen Aussage an Riddelmeier hat er gewissermaßen polarisiert. Die Antizipation im Sinne der Prophetie und das wirksam Eintreten in den Handlungszusammenhang. Vielleicht auch in das, was Ernst Bloch einmal den Dunkel des gelebten Augenblicks nannte. Auch bei Benediktus ist es doch in gewisser Weise in den Mysteriendramen so, in dem Maße, wie er handelnstätig wird, übersieht auch er nicht immer das gesamte Geschehen und die Protagonisten. In gewisser Weise, aber nur in gewisser Weise, ein Verzicht auf klare Aussicht zugunsten einer Bereitschaft, sich handeln in diese Welt zu stellen und nicht zu wissen, wie es ausgeht. Rudolf Steiner ist diesen Weg gegangen, ohne Zweifel. Er hat einmal gesagt, der Christusimpuls müsse gegenwärtig sich als ein Heilender betätigen. Gewissermaßen ein therapeutisches Engagement. Würden wieder andere Epochen kommen der Menschheitsentwicklung, wo der Christusimpuls wieder mehr in die Prophetie gehen könne. Aber im Moment sei das Elend der Menschheit so groß, dass ein christlich impulsives Wirken ein unmittelbar Helfendes ist, auf Kosten der Vorausschau. In diesem Sinne verstanden, meine ich, hat sich Rudolf Steiner von Anfang bis Ende in einem Vita Activa Leben engagiert. Das nimmt ihm nicht die kontemplative Stärke. Die größte Katastrophe, das hat natürlich Ehrenfried Pfeiffer richtig beschrieben, war die, auf die wir im nächsten Jahre zugehen, wenn man die historische Erinnerung und das historische Gewissen in sich sprechen lässt. Das ist das Jahr, das 22, an dessen Ende das Brandinferno steht. Und das wird nächstes Jahr doch ein großes Thema werden, nehme ich an, in der anthroposophischen Gesellschaft am Goetheanum. Ein Brand am Ende der Demagogie. Im Grunde kann man sagen, wenn man das studiert, diese Jahre, Jahr für Jahr, die Hetze gegen das Goetheanum, gegen die Anthroposophie und gegen Steiner selber nahm an Unerbittlichkeit, an Hass von Monat zu Monat zu. Und im Grunde am Ende stand fast folgerichtig die Brandstiftung. Und wenn man die Biografie Rudolf Steiners versucht zu verstehen oder vielleicht auch nur zu beschreiben, blickt man natürlich auch in diese Brandnacht hinein und das wird auch nächstes Jahr vielleicht manche von Ihnen beschäftigen. Mir sind da die Worte von Schiller in den Sinn gekommen, wo er einmal schrieb, man kann die Stärke des Widerstands oder die moralische Macht im Menschen nur nach der Stärke des Angriffs beurteilen. Das Tiefste im Menschen wird in solchen Augenblicken sichtbar. Und das war so ein Augenblick im Leben Rudolf Steiners, wo dieses erste Goetheanum zerstört wurde, an dem diese Menschen,
über die ganze Kriegszeit gearbeitet hatten, aus diesen 17 Nationen, und er wusste ja, welche Kraft, welche Hingabe, welches Geld auch in dieses Bauwerk geflossen wurde, welche Liebe. Und in einer Nacht ist diese Stätte der Mysterien zerstört worden. Er hat ja später öfter erinnert an die Zerstörung des Ephesus-Tempels. Das war nichts Kleines. Er schildert, Ephesus war die Stätte, wo die asiatischen Mysterien transformiert worden wären, eine Wendung ins Europäische. Und diese Stätte wurde zerstört, damit das, was ex-Oriente Lux, das Licht des Ostens war, nicht Einzug hält in verwandelter Form in diese europäische Epoche. Und er hat ja auch sehr genau beschrieben, was die Aufgabe eines Götteranums gewesen sei. Und wieder wurde es zerstört. Also schon große Einschläge. Und auch für seine Vita. Es ist eben nicht nur ein Bauwerk, das so schön war mit den Farben und den Formen, sondern eine Wirkensstätte für etwas, was er im Grunde als zivilisationsentscheidend sah. Aber es war eindrücklich, bis hin zu den Zeitungsreportern, die Rudolf Steiner aufsuchten, schon am Neujahrsmorgen und ein Interview mit ihm führten, wie er einfach sagt, ich baue wieder, die Arbeit gehe unentwegt weiter. Und dann ja am Morgen, am 1. Januar, am Spätnachmittag, ja auch zu den Mitgliedern sagt, dass es natürlich jetzt ein enormer Schmerz sei, aber der könne nur dazu auffordern, dasjenige, was wir uns als unsere Pflicht ansehen, weiter zu vollbringen, soweit uns dazu die Kraft verliehen ist. Es gab keine Unterbrechung in dem Arbeitsstrom Rudolf Steiners in dieser Nacht. Und zu den Arbeitern, die ihn am 5. Januar bei der ersten Begegnung wieder mit ihm begrüßten, die alle plötzlich standen, die sind sonst immer da gesessen, wenn er zu ihnen kam, standen alle auf. Und wussten auch, was für diesen Menschen und sein Werk geschehen ist, sagte er dann, Sie können überzeugt sein, meine Herren, ich selber werde mich von meinem Weg niemals abbringen lassen, was auch geschieht. Solange ich lebe, werde ich meine Sache vertreten. Und ich werde sie in derselben Weise vertreten, wie ich sie bisher vertreten habe. Und ich hoffe natürlich, dass in keiner Richtung hier irgendeine Unterbrechung eintritt, sodass wir auch in der Zukunft in derselben Weise hier am Orte werden zusammenarbeiten können. Das heißt nicht nur ein Neubau, sondern die Arbeit, die Zusammenarbeit auch mit den Handwerkern geht weiter. Und der Anthroposophischen Gesellschaft sagt ja im Wesentlichen eines, sie können die Tragiker studieren der Weltgeschichte. Und es ist immer das Gleiche, das Äußere bricht zusammen. Und die innere Frage und die eigentliche Frage ist eigentlich, was ist die innere Kraft? Und hat man nun eigentlich die Fähigkeit, aus dem Zentrum des Geistes heraus weiterzuarbeiten? Und davon hänge doch die ganze Perspektive der anthroposophischen Bewegung ab. Es werde doch immer Schicksalsschläge geben von außen, als gute wie schlechte. Aber das würde nie entscheiden, was aus der anthroposophischen Bewegung wird, was ihr hilfreich oder negativ von außen entgegenkommt. Im Moment ja wieder medial gesehen einiges Negative in Mitteleuropa. Aber das ist nicht entscheidend, sagt Rudolf Steiner, sondern das, was an innere Energie da ist. Das Arbeiten aus dem Zentrum des Geisteslebens. Und nur darum könne es eigentlich gehen, jetzt zu zeigen, welche Schlagkraft die geistige Energie innerlich hätte. Und gerade in dem äußeren Moment, wo alles Äußere zusammenbricht, müsse deutlicher werden, was aus dem Inneren gewollt wird. Und das hieße ja kleinmütig sein, wenn man jetzt nur, weil das Äußere alles verbrannt sei, das hieße ja kleinmütig sein gegenüber der geistigen Welt, wenn man jetzt die eigene Stärke und Schlagkraft an dem Gebäude bemesse. Und da war es doch sehr eindrücklich für die Reporter der Basler Zeitungen, als Rudolf Steiner den ersten großen öffentlichen Vortrag in der Stadt Basel hielt und sie alle gekommen waren. Er hat ja einen fast provokanten Titel gewählt, Was wollte das Goetheanum und was soll die Anthroposophie?
Das Goetheanum in der Vergangenheitsform, was wollte das Goetheanum und was soll die Anthroposophie? Dann waren sie zusammengeströmt und hatten doch erwartet, dass da jetzt ein Redner kommt, der vielleicht anklagend oder wie auch immer, dem alles zerstört wurde. Und dann schreiben sie in ihrem Bericht in der Basler Nationalzeitung, kein Anzeichen von Kleinmut und Verzagtheit war zu erkennen. Zwar bekannte Dr. Steiner freimütig, der Schmerz über den Verlust sei zu groß, als dass er sich schildern ließe. Jedoch erklang andererseits aus seinen Worten so viel innerliches Feuer, so viel unbeugsame Wucht, dass auch wir, die wir mit den Grundsätzen der Anthroposophie nicht einig gehen, zur Überzeugung gelangten, die Bewegung in Dornach habe durch die Silvesternacht nicht nur nichts an Lebenskraft eingebüßt, sondern im Gegenteil einen bedeutenden Impuls empfangen. Das sind ja sehr bemerkenswerte Zeitungsworte, denn der bedeutsame Impuls, der wohl in der Brandnacht empfangen wurde, mit dem können wir ja anthroposophisch gewissermaßen etwas anfangen, wenn wir an die Weihnachtstagung denken, an das denken, was Rudolf Steiner dann sozusagen in der Folgezeit unternommen hat, auch mit der Hochschulneugründung. Aber das war später. Und die Reporter sagen damals schon, ein bedeutender neuer Impuls in der Brandnacht. Als Zeitungsbericht. Und ich möchte jetzt ein bisschen Rudolf Steiner als Person verlassen, denn es wäre fatal, oder sagen wir vorsichtiger und unpathetischer, es wäre nicht weiterführend, wenn man meint, nun ja, eben Rudolf Steiner war ein Mensch mit solchen Hoffnungs-, Willens-, Zukunftskräften, aber wir sind es ja nicht. Es wäre ja ganz schön, wenn wir auch so wären wie er, nur da wir es nicht sind, ist es von uns nicht weiter von Interesse. Oder man würde eben eine gewisse Steiner-Kultur oder einen Steiner-Kultus, aber das wird uns ja nicht viel helfen im Sinne von Angelus Silesius. Ja, wenn es eben nur in Bethlehem geschieht und nicht in der eigenen Seele, ja, dann kann Christus 1000-mal geboren werden. Das ist dann Historie. Und jetzt ist eben die spannende Frage, wo nahm denn eigentlich Rudolf Steiner diese Kräfte her? Ich glaube, seine Antwort war sehr einfach und die ist von Relevanz. Er sagt, aus der Anthroposophie. Die Anthroposophie ist eigentlich selber das, was diese Zuversicht gibt. Er sagte einmal, die Hoffnung sei eben kein subjektives Wollen von einzelnen Menschen, sondern es sei deutlich, dass die Anthroposophie selber gewollt wird. Je tiefer man sich mit ihr beschäftigt, umso weniger irritieren einen auch Zeitungsberichte. Das heißt aber vielleicht nicht, dass man sie links liegen lässt, denn Rudolf Steiner wollte, dass die Mitglieder der Gesellschaft sich mit dem beschäftigen, was über sie gesagt wird. Mitunter auch widersprechen oder die Anthroposophie schützen oder auch das Goetheanum schützen. Aber die Anthroposophie selber in ihrem Kern, dass sie menschheitlich gewollt wird, das kann zu einer starken inneren Gewissheit werden. Da sagt Rudolf Steiner einmal, dass sie aus geistig-göttlichen Gründen heraus zu geschehen hat. Dass da ein neues geistiges Leben in der Menschheit aufgekommen ist. Und dass wir vielleicht nicht zu eng sehen sollten. Denn das ist ja nicht nur sozusagen die Anthroposophie im puren Kern, sondern in gewisser Weise ist ja sehr viel im Geistesleben der Menschheit im 20. Jahrhundert als Neues gekommen, eine neue Anthropologie, eine neue Suche nach dem Menschen, eine neue Erkundung auch des Zwischenmenschlichen, der Beziehung zwischen Ich und Du. Es ist ja ungeheures Geschehen eigentlich im 20. Jahrhundert für den Menschen, für das Lichtwerden des Menschenreiches, auch in der Philosophie, in der Anthropologie, auch in der Kunst, wenn Sie verfolgen, was zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann, in der Welt der Farben neu zu sprechen zu den Menschen. Es war eine neue Zeit gekommen. Wenn Rudolf Steiner sagt, aus göttlich-geistigen Gründen heraus ist diese neue Menschen- und Weltwissenschaft gekommen, so hat sie für mich
viele Facetten. Mitunter habe ich so den Eindruck, Rudolf Steiner meint tatsächlich an dieser Stelle auch durchaus unter Einschluss vieler großen Aufbrüche, die geschehen werden im 20. Jahrhundert in der Folgezeit, auch im Philosophischen, im Religiösen, im Künstlerischen, in vielen Bereichen, ist ein Umschlag. Und es ist vielleicht nicht so sehr verwunderlich, dass das 19. Jahrhundert mit Macht sich selbst verteidigte. Der Autoritarismus, der Totalitarismus, all das, was eine Philosophie der Freiheit, eine Anthropologie der Freiheit, eine neue Gesellschaftsordnung verhindern möchte, wurde umso aggressiver. Man kann ja mitunter auch Aggression verstehen lernen als den krampfhaften Versuch, das Neue nicht zuzulassen, das andere, weil es das eigene in Frage stellt. Auch in der Gegenwart hat man doch den Eindruck, dass die außerordentliche Aggressivität, die unter anderem der Anthroposophie wieder entgegenkommt, die Krise des Systems andeutet. Weder scheint die sogenannte medizinische Situation in den Griff zu bekommen sein, noch viele andere Probleme. Es ist ja in mancher Hinsicht der Steuerung wie entfallen. Es gilt im ökonomischen, es gilt im ökologischen, es gilt im medizinischen Sinne. Umso krampfhafter versucht das System, seine Lösungswege durchzuexerzieren. Es ist aber vielleicht als solches in Frage gestellt. Und vielleicht spüren das auch viele verantwortlich handelnde Menschen, dass sie eigentlich den Lösungen hinterherrennen. Die Anthroposophie kann immer Anstoß erregen und es gab immer schrille Anthroposophen, die auch Grund gaben und geben, sozusagen an ihnen Anstoß zu erregen. Heute auch in den sozialen Medien auch viel Arroganz und Besserwisserei oder eben mit einem Steiner-Zitat ein Weltproblem lösen wollen. Aber im Grunde ist das nicht die Hauptaggressivität. Die Hauptaggressivität meines Erachtens richtet sich auf diesen ganz anderen Welt- und Menschenzugang, auch zu Erkenntnisfragen. Das wird irgendwo als Bedrohung erlebt, oft durch sehr wenige Menschen. Denn auch jetzt ist es ja so, dass die Zahl der Anthroposophen nicht besonders groß ist. Man wundert sich über die Zeitungsbedeutsamkeit, die ihnen attestiert wird. Und das war schon oft so im 20. Jahrhundert so gewesen. Oder Steiner setzte auf diese neue Zeit, dass ein neues Geistesleben kommt. Und eigentlich ist es schon da. Und er sagte, wenn man in Gedanken ein paar Jahrhunderte weiterdenkt, so darf man, wenn auch sonst nichts, doch die mutvolle Hoffnung haben, dass das Bild sich verändern könnte. Wenn man auch sonst nichts hat, sagt er da, aber wenigstens die mutvolle Hoffnung, dass das Bild sich verändern könnte, wenn man ein paar Jahrhunderte weiterdenkt. Das kann einem ja auch in der Gegenwart durch die Seele gehen, wenn man so die Frage hat, wie wird es 22 sein für das Goethe-Anum oder für die Waldorfschulen oder vielleicht noch für viel größere Zusammenhänge. Es kann niemand sagen und viel Sorgen sind berechtigt. Er denkt einfach mal ein paar Jahrhunderte weiter. Er ist aber wiederum nicht sicher, was dann ist. Aber es könnte sein, dass sich das Bild verändert. Und er spricht vom Mutvollen. Man solle auf die mutvolle, auf diese sich eröffnenden Wege hinsehen. Und man muss eben auch wahrnehmen lernen in der Begegnung mit konkreten Menschen, auch Kindern, Jugendlichen, jungen Menschen, wie viel in den Seelentiefen geschieht. Gegenwärtig. Diese Generationen, die jetzt da sind, die haben nicht alle Sehnsucht nach der Anthroposophie, zumindest explizit, aber dass sie über besondere seelische Kräfte verfügen, auch über einen Zukunftsmut, auch über Hoffnungskräfte, obwohl sie um die ökologische und andere Gesamtproblematik wissen, verblüfft ja immer wieder. Es verblüfft auch immer wieder, dass sie sich gar nicht exzessiv mit Politik beschäftigen. Die älteren Generationen fragen sich oft, warum die Jüngeren so wenig demonstrieren oder auch nur sich politisch engagieren angesichts des Ausmaßes der objektiven Bedrohung.
Aber man kann immer wieder erstaunen, welche Zukunftsgewissheit, welche Zukunftsvertrauen in jungen Menschen ist. Vielleicht auch, dass es ganz anders kommt, als die Politik oder als unser Vorstellungsbewusstsein heute die Lösungen ausdenkt. Und andererseits kann man auch sehen, diese jungen Menschen brauchen auch eine Bestätigung, dass ihr Vertrauen und ihre Hoffnung, die sie oft tief in sich spüren oder in der Beziehung spüren zu einem Du, einer Gemeinschaft von wenigen, dass es berechtigt ist, dass eine Zeit des Umschwungs kommt und kommen kann, dass der Materialismus so nicht weiterführt und dass sich etwas umgewendet hat im 20. Jahrhundert. Und Rudolf Steiner sagt, das ist es eigentlich, worauf unsere Hoffnung sich begründen sollte, dass da etwas da ist in den Menschenseelen und ein Geist der Erwartung von uns eigentlich auch zu Recht von uns Anthroposophen auch erwartet werden kann. Die Hoffnung ist ein Prinzip im menschlichen Zusammenleben. Und auch die Utopie im Sinne des Prinzips Hoffnung ist etwas Berechtigtes. Im Leben bräuchten wir sie, sagte Rudolf Steiner, die Hoffnung, sonst können wir keinen Schritt machen. Es ist interessant, dass er da Schritt sagt, denn jeder Schritt, den der Mensch macht mit seinem Gliedmaßenorganismus, ist er in ein etwas Unbekanntes hinein. Er ist nach vorne, aus dem Rückraum. Der Mensch ist ein ewig Voranschreitender. Wir gehen ja selten rückwärts, sondern eigentlich vom Bewegungsmuster her gehen wir aus einem Rückraum in einen Vorderraum, in einen unbekannten Vorderraum. Und die Hoffnung tragen wir leiblich in uns. Ja, nicht nur seelisch, sondern leiblich. Rudolf Steiner hat ja den physischen Leib einmal als einen Hoffnungsleib beschrieben und gesagt, dass es Hoffnungskräfte sind, die auf dem alten Saturn die ersten Keime des physischen Leibes gebildet hätten. Und noch heute würden es die Hoffnungskräfte sein, jetzt gar nicht psychologisch verstanden, sondern als reale Lebenskräfte, die den Menschenleib durchdringen und zusammenhalten. Viktor Frankl und andere haben ja viel erlebt im Zweiten Weltkrieg, wie die Menschen gestorben sind, wie die Hoffnung geschwunden ist. Die modernere Psychoneuroimmunologie weiß vieles über die Zusammenhänge zwischen der Lebensintentionalität, dem sich nach vorne entwerfen, der visionären Kraft, der Hoffnungskraft, der Beziehungskraft und dem Ausmaß der immunologischen Abwehr beispielsweise. Also man kann nichts eigentlich Schlimmeres machen zur Aufrechterhaltung einer Pandemie, so sagt Rudolf Steiner, als wenn man Menschen in die Nacht schickt mit Bildern der Hoffnungslosigkeit, des Elends, der Verzweiflung. Modern würden wir sagen, der Intensivstationen. Wenn man so in die Nacht geht, schwächt man die Menschen und die eh vorhandenen Keime können eine Pathogenität erfahren, die sie vorher nicht hatten. Hat Rudolf Steiner wörtlich gesagt, nicht? Wenn Sie Pandemien aufrechterhalten wollen, dann müssen Sie Menschen mit Angst in die Nacht schicken, mit diesen Zukunftsängsten. Und das ist eben leiblich korrumpierend. Und es ist interessant, dass eben er sagt, der Hoffnungsleib, der physische Leib als ein Hoffnungsleib, also von dieser Kraft durchdrungen. Und wenn man sich fragt, wie ist St. Franziskus von Assisi eigentlich in den Leprosorien klargekommen, warum konnte der hindurchwandern durch hochinfektiöse Zonen, so ist es natürlich nicht mit einem Satz zu beantworten. Und man sollte vielleicht auch nicht einfach imitieren. Aber es ist eindrücklich, dass dieser Mensch sich selber schützte. Durch geistige Kraft, so hat es Rudolf Steiner ja beschrieben. Eindrücklich. Anthroposophie hat eine Menschenkunde, die lehrt, dass bis in den Leib hinein die Hoffnung zu unseren konstitutiven Kräften gehört. Und zwar seit Urbeginn, seit dem alten Saturn, seit dem Beginn der Menschwerdung und der Erdenwerdung, dass sie uns seelisch ganz stark zugehört und vor allem in diesem Willenspol, dem Zukunftspol unserer Existenz. Die Anthroposophie als eine Werdenslehre, die uns ja irgendwie verstehbar machen lässt, dass alles, was wir tun, Folgen hat.
aber gar nicht in einer fatalen Weise uns wissen lässt, sondern auch im schönsten Sinne, dass jeder Einsatz, den wir leisten, und auch jede Kraft der Erwartung und der Hoffnung, die sind nicht vergebens. Die gehen oft einen ganz anderen Weg, als wir gedacht haben. Aber dieser ganze Einsatz des Menschen hat etwas mit der zukunftsschaffenden Kraft seines Lebens zu tun. Einmal sagte Rudolf Steiner, das sei die schönste Gabe der Geisteswissenschaft, dieses Gesetz von Reinkarnation und Karma. Und er sagte aber ganz allgemein, dieses Wissen, dass der Mensch sich einschreibt. Natürlich schreiben sich unsere Fehler auch gewaltig ein, aber eben auch die Ansätze des Guten. Das könne doch beflügeln, sagte Rudolf Steiner. Ja, und ich sagte vorher, mein Eindruck ist, er war so ein hoffnungsstarker, mutiger Mensch, weil er hatte die Anthroposophie ganz in sich. Er war nicht nur ihr Lehrer, er hat sie gelebt. Ins Leben musste die Sache, aus dem Buch ins Leben. Und er hat es gezeigt, dass es geht. Und seither viele Menschen über die ganze Erde, die sich darin ja in gewisser Weise einig sind, die Anthroposophie als eine auch Sprache, verbindende Sprache über die anderen Sprachen hinweg. Ich glaube, das ist so wichtig, am fast schon endenden Jahr und beginnenden neuen Jahr von anthroposophischer Seite, jetzt in Mitteleuropa wurde ja die gegenwärtige Weltkrise umfänglich kommentiert und es sind ja viele Befürchtungen da, nicht nur hier, auch in anderen Ländern. Aber dass es doch nicht unsere Aufgabe ist, das Zeitgeschehen nur zu kommentieren und vor allem in apokalyptischem Ausmaß, sondern dass wir doch irgendwie einzustehen haben für diese Kräfte der Zukunft, die natürlich gar nicht leicht zu finden sind. Wenn man jetzt ganz konkret fragt, was ist denn der Ausweg aus der Corona-Krise? Das ist nicht so einfach zu sagen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht die Aufgabe, sofort diese Lösung zu haben, sondern erst einmal diese Kräfte von Zuversicht, Hoffnung und Erwartung in sich wieder zu erwecken. Mitunter sprach Rudolf Steiner über nichts anderes. Er hat ja, wie Sie wissen, Vorträge gehalten, wo er sehr umfänglich die Krisen der Gegenwart analysiert hat. Aber er hat auch andere Vorträge gehalten, wo er ganz bewusst diese anderen Kräfte thematisiert hat. In einem Berliner Vortrag fand ich einmal mitten im Weltkrieg die Sätze, wo er zu den Menschen sagte, ich habe gerade alles das zu besprechen heute, was in der Menschenseele Kraft und Mut und Hoffnung erwecken kann. Ich möchte von allem sprechen, was Geisteswissenschaft anderes der Menschheit geben kann, als was ihr Jahrhunderte gegeben haben. Und ich möchte von der Geisteswissenschaft als von etwas Lebendigem sprechen, das in uns nicht Theorie ist, sondern als in uns einen zweiten, einen geistigen Menschen gebiert, der den anderen trägt und hält in der Welt. Und das glaube ich vor allen Dingen, dass das die Gegenwart braucht. Und vor diesem Hintergrund haben wir diese kleine Reihe von diesen Zoom-Vorträgen, wo wir uns noch einmal ein bisschen herauswenden wollten aus einem Goetheanum, das zwar offen ist, aber wo im Moment wenig Menschen kommen können, an diesen paar Abenden und werden ja auch in englischer Sprache noch versuchen, ein paar Dinge zu sagen zu Freunden, die weiter entfernt wohnen, dass das doch unsere Aufgabe ist, diesen zweiten Menschen, der den anderen trägt und hält in der Welt, auszubilden, wie Rudolf Steiner sagt. Und an anderer Stelle, unsere Aufgabe ist, die Anthroposophie selber so in uns aufzunehmen, dass sie moralische Energie wird, dass sie Hoffnung des Lebens wird. Er sagte wirklich, alle anthroposophischen Inhalte der Vorträge und Bücher müssen einen Verwandlungsprozess im Menschen erfahren und können so etwas wie moralische Energie, Kraft des Lebens, Hoffnung des Lebens werden. Es ist doch interessant. Wir alle kennen die Gefahr, dass man Zyklen, Bücher oder Steiners repetieren kann. Aber wie kann man sie so in sich verwandeln, dass sie Kraft des Lebens, Hoffnung des Lebens werden und der Menschen dadurch, so Rudolf Steiner, ein Stück etwas Himmelswissenschaft in die Erdenwelt einführt und etwas Heilsames den Menschen bringt?
und dann in seinen eigenen Willen aufnimmt. Ich glaube, das sind diese großen Herausforderungen im Umgang mit der Anthroposophie. Und da zum Schluss kommend ist mir so ein thomistisches Begriffspaar nochmal sehr nahe gekommen in der Beschäftigung mit der Hoffnung, dass Thomas von Aquin eigentlich für die Ermöglichung der Hoffnung zwei Voraussetzungen benennt: die Hochgemutheit und die Demut. Der hoffende Mensch als ein mittiger Mensch, vielleicht Hoffnung doch auch als Herzenskraft mit Fühlung zum Willen, ein mittiger Mensch, der sich balancieren muss zwischen Hochgemutheit und Demut. Was ist damit gemeint? Mit dieser Hochgemutheit meinte Thomas von Aquin das sich Anspannen des Geistes auf die großen Dinge. Extensio animi ad magna. Dass wir uns mit großen Ideen beschäftigen, mit großen Idealen. Dass wir uns nicht in unserem persönlichen Leben, privaten, kleinen, alltäglichen Dasein, sondern dass wir uns anspannen, weit hinaus Idealismus entwickeln. Ein Idealismus des erwachsenen Menschen, würde Rudolf Steiner sagen, keine Jugendideale. Hochgemut ist, wer sich das Große zumutet und sich seiner wert macht, schrieb einer der guten Ausleger von Thomas von Aquin an dieser Stelle, Josef Pieper. Hochgemut ist, wer sich das Große zumutet und sich seiner wert macht. Das Große zumuten, also die Zumutung des Großen, es ist ja gerade jetzt das Buch erschienen, Zumutung Anthroposophie von Wolfgang Müller, sich das Große zumuten, ist eine Mutfrage und sich seiner wert macht. Ich höre da so Rudolf Steiners Wiener Vortrag vom Herbst 1923, den ich glaube, viele von Ihnen gut kennen aus dem Zyklus Anthroposophie und das menschliche Gemüt, wo Rudolf Steiner vom sich aufschwingen spricht. Er wörtlich sich aufschwingen und dass man so von den Gedanken des Geistes erfasst werde, dass die realer werden wie das Physische und dass man so Vertrauen hat zu den Gedanken des Geistigen, dass selbst wenn sie sich jetzt nicht umsetzen lassen, dann wird es später gelingen. Wenn es einmal gelingt, nicht gelingt beim zweiten Mal, vielleicht 100 Mal. Wenn man eine Idee wirklich in ihrer Tragfähigkeit erkannt hat, einen Impuls, dann ist er nicht immer realisierbar, aber im Prinzip, in Zukunft. Oder Steiner schildert da ja, dass man eigentlich nur dann eine Ahnung von der Michaelkraft und Wesenheit gewinnen kann, wenn man sich so mit den Idealen des Geistes verbindet, ein solches Vertrauen in den Geist entwickelt, dass man nicht nachlässt, sozusagen an diesen Idealen festzuhalten. Nicht dogmatisch, denn man muss sie ja ein Stück mit moralischer Fantasie auch immer wieder der Wirklichkeit anpassen. Aber das ändert nichts am Ideal, an dem geistig empfundenen Ideal, sagt Rudolf Steiner. Diese Hochgemutheit, das würde ich tatsächlich nicht nur mit Michaelischem, sondern mit dem Hochgemuten in Zusammenhang bringen. Das ist dieser Aufstieg des Geistes. Das ist immer etwas Luziferisches, aber wenn es sozusagen mit Bescheidenheit vollzogen wird, dann könne man in die Richtung kommen, so sagt Rudolf Steiner, von dem, was Michael von uns will. Hochgemutheit. Oder eben zum dritten Mal nochmal diese schöne Definition von Josef Pieper. Hochgemut ist, wer sich das Große zumutet und sich seiner wert macht. Aber was hat da die Demut zu suchen? Bei Schiller heißt es an einer Stelle, ernster guter Wille ist eine große, die schönste Eigenschaft des Geistes. Aber der Erfolg liegt in einer größeren, höheren, unsichtbaren Hand. Nur die Absicht gibt dem Aufwand von Kräften Wert. Dieses Bewusstsein, dass wir hochgemute Ideen haben können und wirklich diese Ideale verfolgen wollen und auch treu sind und dieses Vertrauen in den Geist entwickeln, auch an die Realisierbarkeit. Und andererseits auch wissen,
ja, wir können diese Werke nicht tun. Das heißt, letztlich liegt es nicht nur an uns oder gar nicht an uns. Bei Schiller sagt, der Erfolg liegt in einer höheren, unsichtbaren Hand. Demütig gewissermaßen, sich dann auch nicht sozusagen sich mit einem Gewalt des Willens zu bemächtigen. Also auch geistiges Schaffen kann eine arimanische Dimension bekommen. Auch geistiges Schaffen kann herrisch werden, kann sich verkrampfen, kann eigensüchtig werden, selbst wenn es das beste Ideal ist. Das haben wir in der Französischen Revolution nicht nur bei Robespierre erlebt, aber seither schon oft und auch im Anthroposophischen. Man kann die größten Ideale auch versuchen, mit Gewalt umzusetzen. Aber es führt zu nichts Gutem. Eigentlich ist ein Loslassen notwendig, denn die Hand, in der das Gelingen liegt, ist nicht meine. In einer höheren Hand, sagt Schiller, in einer unsichtbaren höheren Hand liegt das Gelingen. Und die Absicht gibt dem Aufwand von Kräften Wert. Ich verstehe das so, dass das von mir Angestrebte, die reine Intention, ist das, wo ich mich hineinbegebe. Und das ist richtig. In diesem Sinne vertraue ich auf die Reinheit dieser Intentionen, das reine Vertrauen in den Geist. Aber zugleich stelle ich sozusagen das Gelingen auch etwas Höherem anheim. Augustinus sagt, nur dem Demütigen ist es gegeben zu hoffen. Er meint aber damit nicht sozusagen eine passive Hoffnung, wo man dann einfach abwartet, was geschieht. Aber zur eigentlichen Hoffnung gehört diese Demut dazu. Bei Paulus an die Hebräer heißt es, dass wir die Hoffnung als einen starken und sicheren Anker der Seele besitzen. Ungeheures Bild, nicht wahr? So zum Ende jetzt. Das Bild eines Ankers. Das Schiff ist unterwegs, das Seelenschiff, aber es hat einen Anker. Und die Hoffnung ist der Anker der Seele. Man denkt auch ein wenig an das Schiff von Johannes Tauler. Es kommt ein Schiff gefahren. Und dann geht es ja um den Mast und es geht um die Ladung. Um den Anker geht es meines Wissens bei Johannes Tauler nicht. Dann heißt es weiter bei Paulus, das Ganze dringe in das innerste Heiligtum, in das verhüllte innerste Heiligtum. Mit dem Anker komme man in das verhüllte innerste Heiligtum. Und da sei Christus zu finden. Ganz interessant. Die Hoffnung so verstanden zwischen Hochgemutheit und Demut, auch als ein moderner Weg zu Christus. In dieses innerste Heiligtum sei Christus als unser Vorläufer eingetreten, in dieses innerste Heiligtum der Seele. Thomas von Aquin schreibt in einer Auslegung dieser Stelle, Christus ist für uns in das Innere des Zeltes eingetreten und hat dort unsere Hoffnung festgemacht. Man kann das als Bilder verstehen, aber es sind natürlich sehr tiefe Bilder und sehr wahre Bilder, sehr wahre Bilder. Dass im tiefsten Daseinsgrund der Seele der Mensch ankert mit der Hoffnung und zugleich da auch weit über sich hinaus wächst. Und ich zitierte ja vorher aus dieser esoterischen Stunde das Wort, in uns ist die Zukunft schon da als Morgenröte. Da wird natürlich deutlich, dieses in uns heißt ja nicht durch uns, sondern in uns, in unserem tieferen, in einer tiefen, sehr tiefen Schicht des menschlichen Seins ist natürlich mehr da, Morgenröte, mehr als man selbst. Das hat vielleicht etwas mit dem Inneren des Zeltes zu tun und dem Anker, dem sicheren und starken Anker der Seele. Ja, soweit wollte ich heute Abend diese Betrachtung führen.
zwischen dem ersten Beitrag über Meditation und Konzentration, den wir auch aufgezeichnet haben und den Sie dann auf der Homepage der Allgemeinen Anthroposophischen Sektion auch noch einmal anhören oder ansehen können, und diesem meditativen Beitrag über die Samenkorn-Meditation und die werdende Welt. Und ich hoffe, dass etwas von diesem Hoffnungslicht- und Mutthema sich ein wenig hinein erstrecken kann in die kommende Zeit, wo man dann aufmerksam und auch sicher sehr gespannt sein kann, was das Herz erfährt in dieser Zeit der heiligen Nächte und welche Prozesse sich vollziehen können in der Innenwelt, in der Außenwelt, um dann mit dieser Initiumkraft des Anfangs dann ja in ein neues Jahr zu gehen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen im Moment geht. Ja, viele Menschen blicken mit vielen, vielen Sorgen in dieses kommende Jahr. Aber wenn man sich vertieft in diese Zusammenhänge, wie in der letzten Stunde, glaube ich, wird auch schon eine andere Kraft in den Seelen angesprochen. Und so hoffe ich, dass es etwas gelungen ist, auch mit dieser ungewöhnlichen Technik, dass wir alle in gewisser Weise angesprochen werden können. Jetzt weniger durch den Sprecher am heutigen Abend, sondern durch diese Inhalte, die da Thema geworden sind, im Hinblick auf die Zukunftskräfte der Seele. So möchte ich mich verabschieden und freue, dass Sie heute Abend sich zugeschaltet haben für diese Betrachtung, und würde mich freuen, wenn die Verbindung zur Allgemeinen Anthroposophischen Sektion bestehen bleibt oder sich stärken kann. Wir wollen versuchen, was wir unter diesen eingeschränkten Verhältnissen tun können. Ich möchte sagen, um diesen Hoffnungsstrahl, der ja auch mit dem Goethe-Ahnung sehr stark verbunden ist, zu kräftigen und auffindbar werden zu lassen. Und danke Ihnen sehr für das Dazukommen heute Abend und vielleicht auch für die Unterstützung unserer Arbeit, auch im Namen von Nicolas und Klaus-Peter Röhe und Constanza Kalix. In diesem Sinne einen schönen Abend noch und vielleicht bis zu einem nächsten Mal.